Ja, der ist am Telefon. Am Telefon, Ja, prima. Herr ja. Kroll, ich melde mich da bei Ihnen bezüglich des Bitcoin-Tradings. Da haben Sie sich ja am 1. Januar für eingeschrieben, ist das richtig? Ich habe mir das im Internet mal angeguckt. Man muss ja irgendwo muss man das Geld ja Ja. hier kriegen, nicht wahr? Haben Sie es mal angeschaut? Ja, klar doch. Ich muss ja irgendwie mal. Ich kenne mich da nicht aus mit. Das tun die wenigsten. Ja. Kann ich Ihnen garantieren. Das tun die wenigsten. Deswegen haben Sie sich auch für das Automatisierte interessiert. Und Ja, somit ja. wünschen ein automatisiertes System. Ja, aber ich kann Und halt Sie nicht müssen so da eigentlich nur Ihr schnell. Handelskonto einrichten. Ich kann halt nicht so schnell denken wie so ein Computer, weißt du? Wenn du so einen Das Computer kann hast, kein Mensch, sonst der kann hätten das wir ja hier nur machen. Übermenschen. Das kann kein Mensch. Das ist Ne? einfach so. Also, das ist einfach so. Ja. Gut, dass wir da eigentlich sind. Ja, Also, Herr Kohl, natürlich. Und was können Sie da jetzt für mich tun? was ich für Sie tun kann, ich kann Ihr Handelskonto einrichten. Was Sie Was? für mich tun können, wäre einfach, das Handelskonto aufzuladen, damit ich meine Arbeit beginnen darf. Das was? Bitte? Sie reden ziemlich schnell, ich komme gar nicht hinterher. Okay, dann versuche ich für Sie ein bisschen langsamer zu sprechen, Das okay? ist schon viel besser. Also. Ich sehe schon, wir verstehen Also. uns. Wir kommen doch Ja. auseinander. Jetzt haben wir's. Das So. ist einfach Sie so. müssten da ja mal Ihr Handelskonto aufladen, ne? Mit dem Mindestbetrag, 250. Du hörst Ne? dich Damit Sie an auch wie mit so dem ein, Traden hörst starten dich an können. wie so ein Hamburger. Bist du auch aus Hamburg? Nee, ich bin Kölner. Ah, schreckliche Bande. Nicht persönlich nehmen, aber Danke sehr. ich hasse Köln. Es ist nichts Persönliches, Ja, aber. gut. Nein, alles gut. Sagen Jeder hat seine Lieblingsstadt, ne? wir. Ja, das ist Sagen wir es einfach mal so. so. Jetzt sagen wir Also. aber mal, ich hab ja mal. Ich wäre mir nie gut in der Schule gewesen, aber was kann ich denn verdienen mit dem Scheiß? Was kann ich da denn rausholen für mich? Also, ich sag Ihnen jetzt mal, Sie werden jetzt nicht zu Millionären von heute auf morgen, aber Sie können Ja. sich da kleinere Beträge über eine Zeit lang, die sich dann kumulieren, ne? Und Ja. über den kumulierten Wert können Sie dann weitere Gewinne erzielen. Das Wo, ist ein Prozess, den man da nebenbei laufen lassen kann, ne? wie so eine Und, Ausbildung oder was? nee, keine Ausbildung, keine Ausbildung. Ja, Das ist so halt ein dass Prozess, man der sich da, so langsam hochschlafen ja, das muss. so, ja, sozusagen, sozusagen. Na, man kann es auch so sehen, ne? Ja, Also, da natürlich. sind, werden kleinere Beträge generiert, ne? Und diese Beträge werden dann ihrem Gesamtwert zugerechnet. Und dann arbeiten sie mit einem größeren Gesamtwert und je mehr Geld am Generieren ist, desto mehr Geld kann auch verdient werden. Natürlich zu einem gewissen höheren Risiko. Ja, Ne? das ist ja so immer so generell, sag ich, das Interessanteste an dem Ganzen. Was ist denn da so, was verdient man, was verliert man? Wie hoch ist denn das Risiko? Also, Herr Kroll, es ist so, dass das höchste Risiko ist einfach mal, dass Sie das Ihre Einlage verlieren. Das heißt, Ihr Kapital wären dann die 250, mit denen Sie hier beginnen würden. Das wäre das Maximum, das Sie verlieren könnten. Das Ne? ist dann ganz weg, Unsere, ja? dann ist es ganz weg, genau. Unsere Aufgabe jedoch ist es, den Totalverlust zu vermeiden, indem wir gemeinsam Verlustgrenzen einstellen. Sagen wir mal, Ihre Verlustgrenze liegt bei 100, dann stellen wir die Verlustgrenze auf 100, sodass Sie auch den Totalverlust niemals erleiden können. Also, So, es dafür heißt kriegen Sie noch. also quasi, ich sage dem oder du sagst dem Computer, der Alte, der will immer so und so viel Geld behalten. Und wenn dann, sag ich mal, die Genau, Japaner wieder die genau. ganzen Aktien kaufen, dann habe ich die 100 Euro, die bleiben immer übrig. Genau, so kann man es auch sehen. Ja, weißt du, Oder? ich hab nicht so viel Ahnung von Zahlen. Weißt du, ich bin Kapitän zur Ja, See. ja, Ich ja, beschäftige mich ja. nicht so viel mit Finanzen. Ich kenne mich Ja, aus gut. mit Schiffen und mit den großen Pötten, aber ich habe Ja. keine Ahnung von Wirtschaft. Okay. Da Ja, werden gut. andere Da, bezahlt für. Und jetzt, weißt du, das so ist ist es, so ist einfach es. so. Also die Ja. Jungs von der Also, schau Marine, mal. die sind mir alle heilig. Ah, sind Sie Schiff, bist du Schiffsbauer gewesen? Beziehungsweise bist du ein Schiffsbauer? Ich bin Kapitän zur See. Ich fahre die ganz großen Kapitän Pötte. zur See. Ah, das ist cool. Das habe ich jetzt, das ist neu. Hab ich bisher noch nicht gehabt. Cool. Das habe ich natürlich neu, ist das nicht mehr. Das ist viele Jahre her, dass ich. Also, ich habe mal fängt ja an mit dem Patent A, B, C und dann kommt die 6. Dann darfst du die ganz großen Pötte fahren. Was Okay. ist, da habt ihr auch gerade Party auf dem Deck oder was ist da? Gute Stimmung bei euch. Nee, bei uns im Büro läuft hier immer Hintergrundmusik, ne, damit wir auch ein bisschen gute Stimmung hier haben, ne, fürs Arbeitsklima. Gehört dazu bei uns, Wenn ich ne, wir das sind ja nur auf dem bei mir auf Finanzmarkt. der Brücke mal hätte machen dürfen, dann hätte mir mein Funker gleich einen mit dem Knüppel verpasst. Aber jetzt,
Jetzt mal unter uns. Erzähl. Haben Sie ein paar Bierchen intus, oder? Was haben wir? Haben Sie vielleicht ein paar Bierchen intus? Unter uns. Nein, mit Bier gebe ich mich nicht ab. Ich habe den besten jamaikanischen Rum, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ach so, okay. Gut. Es das hört aus Ihrer Stimme heraus. Es hat das auf dem letzten Trip so, da ging das mit Corona los. Da haben sich die Leute vom Zoll, die haben sich nicht mehr auf die Schiffe getraut, weil wir kamen mit der Mary Queen, sind wir aus Südostasien gekommen und wir wussten, die trauen sich nicht aufs Schiff. Wir haben alles eingeladen, was nicht nied- und nagelfest war. Ja, aufgrund dieser Corona-Krise sind jetzt die Schifffahrten mit gestrichen, oder? Ja, was meinst du, warum ich auf dem Trockenen sitze? Normal wäre ich jetzt unter Deck und würde eine von den Bordnoten rannehmen, aber es ist halt einfach so, dass die Schiffe nicht fahren. Naja, so ist es. Das ist einfach, und dann musst du jetzt halt gucken, wenn ein Seemann auf dem Trockenen sitzt, dann muss er halt... Hast du jetzt auch wahrscheinlich mitbekommen, dass die Ausgangssperre noch weiter verlängert worden ist, ne? Bis zum 31. Januar. Ist das so? Ich auch eine schlechte Neuigkeit eigentlich. Das ist scheiße, weil dein Anruf hat mich gerade aufgeweckt. Ich dachte, es ist meine Frau. Nee. Um Gottes Willen. Zum Glück also. Nicht, die fragt mich immer, wo ich bin. Ich sag dann immer, ich bin in der Seemannsmission. Ja, das ist einfach so. Ja gut, ich werde dich fragen, wo du bist. Du bist aber auch ein ganz lustiger Vogel, ne? Ich werde dich... Bitte? Ich sag, du bist auch ein ganz lustiger Vogel. Ja, manchmal. Obwohl du ein Kölner bist, aber ich sag, man kann halt nicht... Ich bin Kölner bin. Man kann halt nicht perfekt sein. Sag, du kommst einfach mal mit nach Hamburg und dann mach ich die richtigen Menschen aus dir. Das ist einfach... Machen wir richtig Party drüben. Ja, weißt du, wir haben am Hafen, da trauen die sich ja auch nicht mehr rein. Wir haben eine Halle. Da geht jeden Abend sowas von die Luzi ab. Ich werde da sein. Ja, irgendwann, heute, nicht morgen, aber ich werde da sein. Ja, so irgendwann ist, weißt du, wenn alles wieder auf hat, da ist das ja kein Reiz mehr, weißt du? Genau. Wir haben da einen illegalen Friseur, wir haben einen illegalen Schuhputzer und du kannst saufen. Und du hast Frauen, weil die dürfen ja eigentlich auch nicht arbeiten, aber ganz ehrlich, die müssen auch ihre Miete bezahlen. Das ist einfach so. Ne, genau. Also wenn man saufen kann, ist ja eigentlich die Welt wieder bunter, ne? Ja, zumindest bis die Wirkung halt irgendwann mal aufhört, weil dann ist scheiße, das Gute an dem jamaikanischen Rum ist halt, weißt du, da ist keine Chemie-Scheiße drin. Ja, der scheppert, ne? Das kann ich mir nur vorstellen. Das ist bestes Zuckerrohr aus Südkorea, das haut dich so von der Palme. Ja. Das ist einfach so. Ja, das höre ich aus deiner Stimme heraus, ne? Weißt du, und mein Gedanke ist, also. Wenn ich dann mal wieder mit dem Pott um die Welt segel, Ich lasse zu Hause den Computer an und sag dem, der soll Geld verdienen und wenn ich wiederkomme, dann habe ich Geld verdient. Das ist so. Das war so mein fixer. Ja, ich weiß nicht, ob man den Plan auch umsetzen kann. Ich verstehe den ganzen Scheiß. Den können Sie tatsächlich umsetzen. Schau mal. Harald, ja, erzähl mal. Also ist der Nebel erstmal von weg, Harald. Was, Nebel? Wir können. Nebel, genau. Nebel ist mein Name, mein Vorname. Nebel wie der Nebel an Nebel, der... Wie der Nebel, genau. Was genau. Das? Wer nennt denn sein Kind Nebel? Wie die Nebelschlussleuchte. Wer kommt denn auf so einen Namen? Gibt das Standesamt solche Namen überhaupt frei? Nichts gegen dich, ist nur sehr ungewöhnlich. Naja, sicher. Ja, die werden auch freigegeben, haben sie ja gesehen. Auf meinem Perso steht auch Nebel, ne? Und ich bin zufrieden mit meinem Namen. Jetzt hast du einen passenden Nachnamen zu dem Vornamen. Schlussleuchte. Nee, Spaß. Mein Nachname ist Siwa. Mal ehrlich. Ich tätowiere mir einen Penis Siwa auf die Stirn, wenn du deinen Nachnamen in Schlussleuchte endest. Und dann gehen wir zusammen durch Hamburg. Und dann gehen wir zusammen durch Hamburg. Einfach. Okay, hör mal rein. Ich hatte sowas Geiles, habe ich ja auch noch nie erlebt. Da heißt der Typ einfach nie mit Vornamen. Ich müsste da jetzt mal weitermachen mit meinem Beruf, ne? Wenn Sie möchten, können wir jetzt mal gemeinsam Ihr Handelskonto einrichten. Wir bräuchten 10 bis 15 Minuten für. Ja, erzählt, ich habe alle Zeit der Welt, wenn ich jetzt noch einen Monat nicht fahren darf. Hau mal die Kiste an, wir machen das jetzt. Hau mal die Kiste an. Wir machen das jetzt gemeinsam. Was soll ich machen? Also, haben Sie da einen PC, Rechner? Ja, natürlich. Haben Sie eine Richtung? Ja gut, wenn Sie einen Laptop haben, dann machen Sie mit dem Laptop an. Ich habe beides. Was funktioniert denn besser? Laptop wäre besser. Da ist alles übersichtlicher, ne? Ist das? Ich mache es eben in die Küche.
Er steht noch in der Küche, er hat Rezepte rausgesucht. Alles gut, hör mal den Rechner, schalt ihn mal an. Hör mal, Harald, ich geh mal schnell eine Zigarette rauchen. Ich bin in 2 Minuten wieder da. Du kannst ja derzeit den Laptop wieder anschalten, was oder? Was ist das denn? Du gehst während der Arbeit einfach rauchen? Ich stehe doch schon da an der Kiste, Alter. Nur weil ich betrunken bin, laufe ich nicht, lauf ich so nicht rückwärts, Mann. Um Gottes Willen. Gut, ich schicke es an. Ich bin ein schicker, fitter Seefahrer, Mann. Ich hab Muckis und ich kann laufen wie ein Pferd. Bremer, das ist gut. Ja, der ist einfach so. So, ich habe Ihnen jetzt nochmal eine Mail zugeschickt. Weißt du, es ist ja einfach so, dass mit dem Computer, ne? Ich habe ein Nutzerkonto und ein Adminkonto. Ist das jetzt egal, wo ich mich anmelde, oder brauchst du das Adminkonto? Am besten wäre das Adminkonto. Da haben Sie ja Zugriffe drauf. Ja, deswegen frage ich ja. Es ist ja alles so eine Frage der Sicherheit. Also Sie bräuchten nur den Internetbrowser. Nur den eigentlichen Internetbrowser. Nee, Sie bräuchten gleich noch Ihre Zahlungsmethode, also ne, Internet, damit Sie alles aufladen. Also Internet-Ding benutze ich ja nicht. Ich bin ja beim Firefox. Firefox. Haben Sie da keinen Google Chrome? Ich denn damit? Die Amerikaner spionieren uns doch nur aus. Ja, das sind ja die Browser, ne? Das sind die Browser. Ja, natürlich. Weißt du, die Chinesen haben mir auch schon mal Geld geboten, dass ich von allem sowas zurückbringe nach Deutschland. Aber das ist einfach zu gefährlich, Mann. Wenn die dich erwischen, dann bist du dein Patent los. Hallo? Ja, ich bin auch da, genau. Gut. Also, So, was soll ich jetzt? Dann machen wir mal das Ganze über den... So, das Erste wäre dann, dass sie da ihren, ihren Posteingang öffnen. Ich habe Ihnen schon eine Mail geschickt. Das Passwort? Nee, Ihren Posteingang öffnen. Die Mails. E-Mail, ja, das. Ja? Welche genau, E-Mail-Adresse habe ich da denn genommen? Ich habe so viele, Mann. Das kann ich ja leider hier nicht einsehen, aus datenschutztechnischen Gründen. Da muss ich kurz mal, ich guck haben mal Sie eben. Da mehrere E-Mail-Konten? Ja, schauen Sie mal kurz nach, ne? Ja, ich habe, weißt du, ich kann halt nicht bei den, ich bin ja selbstständig als Kapitän zur See, ich kann mich ja nicht mit meinem Geschäftskonto auf Pornoseiten anmelden. Das ist nee, einfach das ist so. Natürlich nicht so gut, ne? Das ist Spam-Mails. Kann man nicht absetzen, Mann. Spam-Mails interessieren mich ja nicht, solange da Titten drin sind, ist mir das egal. Ist einfach. Dann ist das Schlusslied egal, ne? Hast du auch heiße Frauen im Callcenter? Ja, sicher. Ja. Wir sind ja auf dem Finanzmarkt. Ich bin doch nicht in einem Callcenter, immer. Wir sind ja auf dem Finanzmarkt. Hier geht's um Geld. Hier geht's um großes Geld. Ja, aber so viele Leute, die bei dir rumsitzen, da ist das so ein Telefonraum, oder nicht? Wir sind ca. 50 bis 60 Angestellte. Ja, genau. Ist das ein Callcenter? Guck mal ins Lexikon, Mann. Callcenter? Ist das? Und ich sehe das eher als Sales Floor, ne? Also als eher als Callcenter und als Sales Floor. Als was? Ja? Wie alle. Sales Floor. Verkaufsstand sozusagen. Verkaufsraum. Ja, aber so. Wenn wir jetzt schon hier bei. Hier werden Aktien getradet. Wenn wir jetzt schon bei den Fremdsprachen sind, dann ist das Callcenter ja auf Deutsch Telefonzentrale und würde wieder ziemlich genau das treffen, was du da hast. Das ist einfach. Ja. Oder? Kann man so sehen, muss man nicht so sehen. Ja, also wie dem auch sei. Ich glaube, es hat das gefunden. Der wöchentliche Bericht für wichtige Assets. Wiederherstellung des Passworts heißt die gute Mail, die wir suchen. Ah ja, die ist ein bisschen neu. Ja stimmt, ich wüsste mein Passwort jetzt tatsächlich nicht mehr. Nee, wir machen uns jetzt ein neues Passwort. Ja, okay, soll ich da drauf drücken, ja? Hallo? So, dann haben Sie am ersten Satz, um das Passwort wiederherzustellen, klicken Sie bitte hier, richtig? Ja, hier kommt jetzt, Gold weitet seine Gewinne im neuen Jahr aus. Der Goldpreis stieg am Montag um 2,7%. Nee, wir suchen die Mail Wiederherstellung des Passworts. Ja, das habe ich gemacht, da steht jetzt das... Ach, haben Sie schon. Das ja, im ersten Satz heißt es ja, um das Passwort Ihres Handelskontos zurückzusetzen, klicken Sie bitte hier. Im ersten Satz. Schauen Sie mal im ersten Satz. Ja, das habe ich gemacht. Jetzt steht hier irgendwas mit Goldgewinn, aber ich kann das wegdrücken. Können Sie da jetzt ein neues Passwort eingeben? Ja, kann ich jetzt ein neues Passwort. Ah, genau. Ja, dann geben Sie mal Ihr Passwort dort ein. Da steht nur lateinische Buchstaben. Genau. Also nur Buchstaben und Zahlen und mindestens ein Großbuchstaben. Ja, warte mal. Gut. Jetzt sieht das so aus, als würde die Seite gerade laden.
Ich glaube, wir sind drin. Kennst du noch die Werbung von AOL von damals? Bin ich schon drin? Von AOL? Ja, ist einfach so. AOL kenne ich selber nicht. Ja, bist du zu... Da bin ich, glaube ich, noch zu jung für. Wie jung bist du denn? Ich bin 28. Du hast jetzt erstmal überlegen müssen, wa? Ja, ein bisschen schon. Ist ja auch schon länger geworden. Hier. 28 geworden. 28 geworden. Oh, wann denn? Jetzt vor kurzem. Ja, müssen wir ja erst recht durch Hamburg ziehen. Das ist einfach so. Da fragst du am Freihafen einfach nach Harald und dann bringen die dich zur geheimen Halle. Freihafen. Und er ist, ich sag dir, der geht Harald, auf. Harald vom Freihafen. Ja, das ist aber, ich sag dir gleich, du, da keine Kameras und keine Telefone. Das musst du alles am Eingang bei den Angels abgeben. Und dann kriegst du in der Markthalle alles, was jetzt im Moment du nirgends kaufen kannst. Wir haben da sogar einen Tommy Hilfiger Stand drin. Ja, krass, sieh meine an. Ja, ist alles Schwarzware jetzt geworden. Ey, wer hätte vor einem halben Jahr noch gedacht, dass man sich mal strafbar macht, wenn man eine Hose kaufen will? Ne? Immer mehr Sachen werden zu illegalen Sachen, ich sag jetzt mal, also legale Sachen werden zu illegalen Sachen verarbeitet, sag ich das mal so. Ja, das ist einfach so. Ich brauche nochmal einen Schluck, eine Hälfte also, kam wieder mal, raus. Ich sehe jetzt gerade, dass du wieder online bist, Harald. Was ist denn gerade bei dir im Laptop? Was steht denn da gerade? Da steht Kauf und Verkauf. Okay, dann schauen wir nach oben rechts. Bitte. Da haben sie ja alle möglichen Währungen. Wenn sie da nach oben rechts schauen, steht da Aufladung, oder? Jawohl. Klick mal bitte einmal drauf und sag mir, was du siehst. Dann machen sie eine Aufladung mit Forex-TB. Genau, so. Wofür das steht das TB eigentlich? Für Trading Broker. Ah, okay. Was ein Trading Broker ist, weißt du, oder? Keine Ahnung. Sag doch, ich kenne mich da nicht okay. aus. Brauchen wir nicht. Also, in diesem Fenster suchst du jetzt einen Betrag aus und deine Zahlungsmethode. So, ich nehme an, du hast ja gesagt, dass du wenig Ahnung hast, ne? Dann würde ich sagen, teste das Ganze mit dem Mindestbetrag aus. Das wären einmal die 250. Sobald du Ergebnisse siehst, kannst du immerhin noch nachlegen. Siehst du keine Ergebnisse, kannst du aussteigen und lässt dir den Rest des Geldes auszahlen. Ja, das geht auch, dass man sein Geld quasi wiederholen kann, jederzeit. Bitte? Also, mal angenommen, ich mache jetzt richtig fett Kohle, dann kann ich auch gleich sagen, gib mir das mal wieder, oder muss man da warten? Du hast eine extra Banking-Seite, dort siehst du, wie viel Geld gerade am Arbeiten ist und wie viel Geld gerade stillsteht. Ja, das ja. Geld, das stillsteht, kannst du dir jederzeit auszahlen. Ja. Ja. Wenn das Geld am Arbeiten ist, stoppst du die Position, dann wird das zu stillstehendes Geld und dieses Geld kannst du dir letztendlich wieder auszahlen lassen. Wir gerade beim Auszahlen sind, wir kommen gerade, weil ich habe die Tage so Ärger mit dem Steuerberater gehabt. Muss ich den Scheiß da anmelden? Nee, also sie kriegen da am Ende des Jahres so eine kleine Gewinn- und Verlustabrechnung. Die kannst du dann einfach bei dir im Steuerberater abgeben oder Finanzamt abgeben. Dann bist du auch mit der steuerlichen Seite geklärt. Ja, ja, aber wir reden hier gerade von kleineren Beträgen. Ja, darum sind, frage ich. Du bist im kleineren Bereich, da brauchst du dir um die Steuern keine Sorgen zu machen. Ja, wir sind noch im kleineren Bereich. Ja, hör mal, hast du eine Ahnung, was man als Kapitän zur See verdient? Also wenn das funktioniert... Ich habe nur Gutes gehört über Kapitäne. Sei es Flugzeug, sei es Schifffahrt, sei es keine Taxis, aber... So. Ein Taxi zählt auch nicht, Alter. Und auch nicht diese Landkreuzer-SUV, was die Leute sich jetzt alle kaufen. Weißt du, ich habe damals, bevor ich Kapitän wurde, ich habe auf der Straße gelebt, Alter. Ich habe alles gesehen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich erzählen wollte. Ja, weißt du, das ist einfach so. Ich bin eigentlich immer nur auf dem Schiff oder in der Seemannsmission. Ich brauche kein Auto. Ich brauche keine Wohnung. Das heißt, ich habe von den 12.500 im Monat fast alles zum Versaufen. Und da zu investieren. Ich habe keinen Bock auf so eine scheiß Mietwohnung. In irgendeinem Arschloch von Landratte, die mir dann erzählt, was ich machen darf und was nicht. Ich will jetzt richtig fett Kohle. Und dann kaufe ich mir ein Hausboot. Das will jeder. Das ist jedermanns Traum. Viel Kohle. Das ist jedermanns Traum. Ja, nicht mehr. Es gibt ja auch diese komischen Mönche, die in Armut leben. Weißt du, ich bin auch mit Mönchen zur See gefahren. Das sind sehr angenehme Zeitgenossen.
Das Gute ist, sie machen freiwillig die ganze Drecksarbeit, weil sie meinen, dass sie dann in den Himmel kommen. Und sie dürfen keinen Alkohol trinken. Das heißt, für dich bleibt mehr übrig. Ich bin auch ein christlicher. Ich bin ja auch ein christlicher Seefahrer, aber ich lasse mir den Alkohol nicht nehmen. Naja. Jeder hat seine Schwächen, ne? Für manche sind das Alkohol, für andere sind das Frauen, für manche sind das Wettspiele. Jeder hat seine Schwächen. Und du bist so eher der Wettspieltyp, oder? So sieht's aus. Und wie viel? Ich würfel lieber Würfel. Würfel, also das ist ja auch. Das kannst du am Freihafen auch machen. So, die Angels haben einen Stand extra zum Würfeln. Nein, nicht nur zum Würfeln, aber halt auch für die ganzen. Aber wenn du mich so weiter überredest, werde ich da irgendwann mal da hinkommen, ne? Ja, du musst dann fliege ich aus Zypern rüber, mache eine Woche Party und fliege wieder zurück. Wie sitzt auf Zypern oder was? Ja, sicher. Warum das denn? Du sitzt auf Zypern? Auf der europäischen Seite? Ja, rate mal, Harald, wir sind ja auf dem Finanzmarkt. Warum sitzen wir auf Zypern? Ja, Steueroase. Ich wollte gerade sagen, weißt du, es unser. Geht um Steuerersparnisse, ne? Lass mich doch mal ausreden, weißt du, unsere Mary Queen, die läuft auch unter zypriotischer Flagge. Mhm. Das ist einfach so. Ah. Wow. Also ich kenn doch. Da haben wir ja den Grund mal geklärt. Du brauchst doch einem alten Dieb keine Taschenspielertricks zu erzählen, weißt du? Ich bin der Abzocker hier, das ist einfach so. So geht's aus. Und er ist einfach. Gut, Harald. Wollen wir dann weitermachen im Kontext? Wir sind ja gerade bei der Aufladung. Ja, wolltest du dir denn die. Ausgesucht? Wolltest du dir die Adresse denn aufschreiben? Hm? Ob du dir die Adresse aufschreiben wolltest? Welche Adresse? Ja, sicher. Ja, sag mal, genau. Ich erzähl dir hier gerade. Schieß los, Harald. Freihafen. Freihafen? 81. Ja. 81. Und das ist so eine Lagerhalle. Da steht dran, Mimon Baraka. Was steht da? Mimon Baraka. Mimon Baraka, okay. Und das ist Masken- und Theaterausstattung. Ja. Das ist eine Tarnfirma. Masken und Theater. Okay. So. Und dann klopfst du da und sagst, du da hast... Mal die Adresse. Und dann klopfst du da und sagst... Du bist da bekannt, Harald. Und du bist da bekannt. Jetzt hör mir doch mal. Ich will dir gerade das Passwort geben, Alter. Dafür, wenn die das rauskriegen, dann bin ich raus. Ah, da gibt's ein Passwort, okay? Du klopfst da, da macht einer auf. Wenn du Glück hast, guckt der nicht ganz so böse. Wenn du Pech hast, haut dir gleich in die Schnauze, weil du keine Kutte anhast. Und dann sagst du einfach, du hast eine Bestellung für die Oper und möchtest zu Harald. Eine Bestellung für die Oper. Ja, das ist einfach so. Okay. Weil wenn dann da einer kommt und keine Bestellung für die Oper hat, dann weißt du, dass das scheiß Gewerbeamt ist, weißt du? Ja gut. Haben wir das schon mal geklärt. Ja, das ist einfach so. Genau. Also, Harald, wo sind wir denn jetzt stehen geblieben? Jetzt habe ich dann meinen Job komplett vergessen. Jetzt einen Ärger von meinem Chef. Der soll die Schnauze halten. Dann kommst du, ich sag dir ganz ehrlich, wir brauchen auf dem Schiff noch einen Steward. Das könnte mir gut vorstellen, dass du so ein zweiter Offizier wärst. Unteroffizier. Zweiter Offizier heißt das. Unser Offizier ist im Militär. Okay. Das heißt, du müsstest dann halt die ganzen Butler beaufsichtigen, weil wir haben halt schon das höherpreisige Kundenklientel. Na gut, wenn ich da hier nicht weiter kann, dann. Mal ohne Scheiß, was zahlen die dir? Ja. Darüber darf ich nicht reden. Warte, wir machen das anders. Wir sind ja gerade bei Geheimsprache und Passwörtern. Verrat mir doch mal deine Lieblingszahl. Zwinker, zwinker. Achso, hast du nicht verstanden, oder? Ey, Jungspund. Zwinker, zwinker. Zwinker, zwinker, verrat mir mal deine Lieblingszahl. Ich klopf dreimal gegen der Wand. Was soll ich dir sagen, Harald? 1, 2, 3. Also. Ja, komm. Genau. So. Ja, los. Hm? Du sollst mir deine Lieblingszahl verraten. Also meine Lieblingszahl liegt so bei, sagen wir mal 2000 Baguettes. 2000 Baguettes, das ist aber ziemlich schäbig dafür. Dafür hast du gute Stimme, du könntest Synchronsprecher werden.
Ich danke dir. Wir haben hier auch immer, weißt du, da könnte ich dir auch über den Mimon Baraka Kontakte verschaffen. Der ist auch engagierter Synchronsprecher. Also den gibt's wirklich. Ja. Kennst du ja, musst du mal bei Google gucken, ist ein ganz berühmter Mann. Ich werde mal nach dem Feierabend googeln, ne, was du mir gerade gesagt hast, den Hafen, den du erwähnt hast, werde ich mal googeln, ja, den Hafen. Das findest du, Bilder an. Das findest du doch nicht bei Google, Digga. Das ist geheim, Mann. Okay. Ja, ist so, Google finden wir es auch nicht. Ja, du kannst vielleicht ein Satellitenbild finden, aber du kannst ja nicht in das Gebäude reingucken. Also ich kenne ja... Ah, okay, das wusste ich nicht. Dass du mal so einen groben Überblick hast. Das ist also so eine lange rechteckige Ralle. Da kommst du rein und dann haben die da tatsächlich so eine Bühne aufgebaut. So ein Tarnung. Und hinter der Bühne, da kannst du, ist so eine Tür. Hinter einer großen Pflanze, also so ein Palmenscheiß-Ding mit Affen drauf. Dann gehst du durch diese Tür durch und dann ist rechts gleich der Boxring. Da geht halt abends richtig ab. Auf der anderen Seite ist... Ja, da werden auch Wetten abgeschlossen. Digga, das ist die Unterwelt von Hamburg. Da geht halt sowas von zur Seite. Okay. Auf der anderen Seite ist ein Pool. Das Wasser ist dann nicht immer das Heißeste, weil es wollen halt alles Strom haben. Dann hast du eine Bude, wo du Luftgewehr schießen kannst. Dann gibt's die Ecke mit den heißen Frauen und Alter, eine Tanzfläche, Digga. Das hast du noch nicht gesehen. Stangen. Da sind so viele Stangen, da könntest du ein Gefängnis draus bauen. Das ist einfach so. Und die Angels, die machen das alles. Das ist einfach so. Kennst du Hells Angels? Ja, die Angels. Ja, die Hellsies, natürlich kenn ich sie. Ja, super. Weißt du, die passen da drauf auf, dass ja, aus Köln. Ja, da kenn ich auch die ein oder anderen aus Köln, ne? Ja, das ist einfach so. Du bist auch so ein Krimineller. Zum anderen Thema. Schau mal, Harald, jetzt habe ich auch ein bisschen zu viel hier schon gesagt. Wollen wir mal weiterwenden mit der Aufladung machen? Ja, natürlich. Oder? Gut, prima. Also, hast du den Betrag ausgesucht? Was hab ich? Betrag ausgesucht, 250? Ja, ich muss gerade auch mal kurz hier nachkippen, Alter. Ich hab nichts mehr zu trinken, warte mal eben. Wie lange arbeitest du denn heute noch? Stündchen bis zwei Stunden. Flexible Arbeitszeiten, ja, das ist einfach so. Ja, sicher. Ist eine Provisionsarbeit. Je mehr ich mache, desto mehr ist es auch für mich. Also. Ach so, ey, woher weiß ich denn, dass du mir hier keinen Scheiß verkaufst und du auf Provision arbeitest? Das ist wie diese... Wie diese Spielotheken vom Schiff, Digga. Da kriegt der Croupier auch umso mehr Geld, je mehr Geld er den Kunden abnimmt. Das ist einfach so. Nee, das ist, bei uns ist es nicht so. Ne? Also, wenn du jetzt dein Handelskonto auflegst mit 250, dann wirst du auch mit 250 traden. Da kriege ich keine irgendwie welche versteckten Kosten oder Gebühren zu. Das ist einfach so. Ne? Du lädst die 250 auf und du arbeitest auch mit diesen 250. Ne? Und wie viel von den Baguettes kriegst du? Hm? Wie viel von den 250 Baguettes kriegst du dann? Gar nichts. Von den 250 Baguettes krieg ich nichts. Ich krieg einfach mal so für meinen Stundenlohn was. Ich krieg was für den Stundenlohn etwas. Und ich krieg was, wenn ich dein Handelskonto fertig abschließe. Das ist so eine Verarsche in der Verarsche. Guck, wir machen das jetzt so. Du schickst mir Lebenslauf und Bewerbungsschreiben und dann gucke ich, dass du bei uns auf der Mary Queen, wenn das alles wieder losgeht, dann kannst du in der Glücksspielabteilung... Da gib mir mal deine E-Mail durch. Gib mir mal deine E-Mail durch. Ja, das ist Hamburger. Hamburger, ja. Original. 61. Das ist beim Baujahr. Ich bin 61? Kapitän zur See. @gmail.com. Gmail.com. Das ist einfach so. Weißt du, und dann kannst du da kommst du von Nizza über Lissabon und bist nach New York. Ja. Bis nach New York. Von Lissabon nach New York. Ja, nicht unbedingt auf dieser Strecke, aber du kommst schon gut um die Welt. Das kommt halt immer drauf an, wo gerade die Fahrten stattfinden. Ja, cool. Alter, ich werde dir mal eine Mail schreiben, sobald ich hier fertig bin mit meinem Leben. Wenn du in deinem Leben fertig bist, bist du tot, mein Junge. Nee, ich meine nicht mit dem Leben, ich meine hier auf dem Leben hier auf einer Insel. Ne? Ich lebe da gerade auf einer Insel. Hast du Asyl da beantragt oder kann man da einfach so arbeiten? Nee, du kannst da arbeiten, wenn du einen deutschen Pass hast, ne? Kranke Scheiße. Na gut, ist bei mir ja auch nicht anders. Also. Theoretisch ist mein Schiff hier auch zypriotischer Herkunft.
Warst du genau. schon Ist mal eine auf. europäische Seite. Ist Ja, der EU. so ist einfach so. Auf der anderen Aber Seite Harald, würde ich tut auch mir nicht echt sein leid, wollen. tut mir wirklich leid, Harald. Ich habe sehr starken Zeitdruck. Ich werde gerade von jeder Ecke angekackt. Hör mal, Gib mir kannst du den mal mal, schnell die wer kackt Augenklappe dich bringen? an, der kackt mich Nee, an. nee, Gib das, mir den ran nee, das, jetzt. nee, das kann ich nicht machen. Gib Das mir kann ich den echt her. nicht machen. Hör Alter, mal, nee, kann ich nicht machen, Harald. was Kann ich heißt echt hier, nicht es machen. kann ich Kann ich nicht nicht machen. machen? Der Kunde ist König, Alter. Ja, sicher ist der König, aber das geht leider nicht. Das Gib würde mich auch mir meinen eigenen Arsch kosten. Den Typen, der dich anscheißt. Der kriegt richtig eine Nee, vor alles gut, geballert. alles gut. Alles gut, Harald. Wie Schau heißt mal, der? Wie sollen wir uns heißt jetzt der? mal um die Wo wohnt Aufladung der? kümmern? Ich lade Nee, meine alles gut. Faust auf und zensiere Alles dem gut, alles gut, einen. alles Das ist gut, alles gut. einfach. Brauchst du nicht, brauchst du nicht für mich, brauchst du nicht für mich. Ich bin ja noch ein Fremder, Harald. Für mich brauchst du ja nichts zu machen. Der ist Also, bist wie mein Bruder, Alter. weiter im Kontext. Warte, Weiter, ich hole weiter noch im ein paar Kontext. Jungs dazu. Divi, komm mal ran hier. Wir haben Alles ein gut, Problem. Harald. Mein Kumpel hat ein Problem hier. Was redest du wieder für Sachen wie schlafen? Der ist einfach, komm mal ran, der hat Probleme mit dem Weißkern. Hey! Schade, wollte nicht mit Dimitri reden. Schade.